Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson, Richard Gere. Über einen dieser Schauspieler könnten wir heute sprechen, wenn er denn die Rolle angenommen hätte, die Bruce Willis unsterblich machen wird. Marius, über was wollen wir heute reden? Wir sprechen heute über ganze 4 Filme, die Die Hard-Reihe. Genau. Jetzt könnte natürlich... Wir können noch über 5 reden, aber den 5., den... Nein, wir reden nicht über den 5. Das ist es nämlich. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, Moment mal, was heißt denn da halt Reihe 1 bis 4, was mit dem 5.? Nein, wir wollen nicht schlecht über den 5. reden, deswegen wollen wir über das Gute reden. Deshalb reden wir gar genau, nicht. Genau, das wird Teil 1 bis 4. Bruce Willis in seiner wirklichen Paraderolle als Officer John McClane. Oder Detective John McClane? Ist es Officer oder Detective? Officer, Detective. Er steigt ja auch mal auf. Ich finde das immer wieder spannend irgendwie, weil ich mir das nie merken kann. Das ist genau wie bei Columbo. Meistens Inspector Columbo, dann ist es Detective Columbo, dann ist es Mr. Columbo, wie auch immer. Aber John McClane in der Stirb Langsam-Reihe oder Die Hard, wie ihn natürlich auch viele kennen. Es gab einige von diesen netten kleinen Übersetzungen, die ja etwas anders umgemünzt wurden und dennoch sowohl im Englischen als auch im Deutschen einen Kultstatus erreicht haben. Aber ich sag mal, mit Stirb langsam, dem ersten Teil, hat er sich, glaube ich, schon in ganz neue Sphären gebracht. Ich mag mich kaum entsinnen, welche älteren Filme von ihm auf einem ähnlich hohen Niveau gewesen sein könnten. Was hat er denn groß davor gemacht? Ich meine, er hat vorher das Model und der Schnüffler gemacht. Blind Date ist, glaube ich, ein Film, der noch älter ist mit ihm. Wenn ich mich nicht ganz irre, Hudson Hawk, der Meisterdieb, ist wahrscheinlich hinten dran. Nein, der kam später. Ne, darum. Also da wird nicht viel gewesen sein. Und deswegen stirbt langsam, wenn man sich gerade noch mal überlegt, wie gesagt, dass er eigentlich, also ursprünglich sollte es ja ein Fortsetzungsfilm werden von Arnold Schwarzeneggers brillanten Film Phantom Kommando. Das hat man aber verworfen, wollte dann Stirb langsam machen und hatte dann versucht, Schwarzenegger für diese Rolle zu gewinnen, der aber abgelehnt hat. Dann wollte man Sylvester Stallone. This is not Commando, I don't play this role. Genau, dann wollte man Stallone hat abgelehnt, man wollte Burt Reynolds, was ich mir nun gar nicht hätte vorstellen können. Mel Gibson hat man angefragt, okay, das hätte ich mir noch vorstellen können aus damaliger Sicht. Wer war noch im Gespräch? Da war noch jemand. Ach ja, Richard Diaz. Richard Diaz war noch im Gespräch, hätte ich mir auch nicht denken können. Der Schöling, das hätte dann nicht gepasst. Aber Stirb langsam, Die Hard. Wann bist du das erste Mal mit dem Film in Berührung gekommen? Tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, also als der Film rauskam, war ich 7. Tatsächlich bin ich damit in Berührung gekommen, nachdem ich den dritten irgendwann mal gesehen habe. Ei, okay. Ja, sehr spät. Also der dritte kam 95, da war ich 14. Den habe ich damals zwar nicht im Kino gesehen, weil 16er Freigabe. Ging natürlich nicht. Habe ich dann später im Fernsehen gesehen und dachte, ist ja ein geiler Film. Und dann, ja, ist ja der dritte. Mal gucken, was die ersten beiden so können. Und dann in die Videothek für die Älteren unter euch, die kennen das noch, für die Jüngeren unter euch analoges Streaming, in die Videothek gegangen und 1 und 2 mal mitgenommen und auch geguckt auf VHS-Magnetbänder. Großartig. Und also ich nehme jetzt einfach mal an, dadurch, dass wir ja, glaube ich, uns einig sind, dass besonders die ersten drei, aber eben auch alle 4 Teile wirklich gut sind. Man hat ja manchmal so diesen Nachteil, wenn man mit einem späteren Teil der Filmreihe anfängt, dass das, was davor ist, besonders wenn so viele Jahre dazwischen liegen, zwischen 3 und 1 liegen ja einige Jahre, 7 Jahre, dass man dann so sagt, boah, das ist irgendwie, das ist halt nicht so gut, ich bin absoluter Dreier-Fan oder so. Hattest du da ein Problem mit? Genau das hatte ich damals. Also im zweiten passiert da schon ein bisschen mehr, aber der erste ist halt, wenn man den dritten zuerst gesehen hat, aus meiner damaligen Sicht, also von 96 wahrscheinlich, war der erste so, ach ja, okay, ist ja ganz schön langweilig. Mhm. Aus heutiger Sicht ein Klassiker, keine Frage. Aber meinem 15-jährigen Ich, der konnte dann mit dem ersten nicht so viel anfangen. Ich habe sehr geliebt zum letzten Weihnachtsfest, als ich das erste Mal das Meme gesehen habe, es ist noch nicht Weihnachten, solange Hans Gruber noch nicht vom Nakatomi-Plaza irgendwie gefallen ist. Das hast du dieses Jahr das erste Mal gesehen. Zumindest, ich kann mich nicht entsinnen, es vorher schon mal gesehen zu haben. Vielleicht konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, aber dieses Mal, das hatte ich ja noch in Erinnerung, dachte ich mir, stimmt irgendwie, man müsste die Filme immer wieder gucken. Zumindest die ersten beiden sind ja eigentlich, kann man sagen, die klassischen Weihnachts-Action-Filme. Habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe den ersten dieses Jahr, nein, letztes Jahr, waren wir schon 22, am 24. geguckt, bin dann aber eingepennt, habe ihn am 25. zum Frühstück zu Ende geguckt
Und am Abend des 25. habe ich mir dann den zweiten Ja, angeguckt. so ähnlich ging es Und mir dann auch um Weihnachtsfilme. die Weihnachtszeit rum und auch noch bis nach Neujahr hinein war ich der Meinung, hat RTL Nitro die Filmreihe gebracht. Und wie einige ja vielleicht schon wissen, ich bin ja immer noch Fernsehfan und wenn da ein Film kommt, den ich gerne mal gucken würde, dann mag ich das tatsächlich, den im Fernsehen zu schauen, ein bisschen so mit Vorfreude und so. Und da hatte ich dann, ich glaube, zumindest die ersten beiden, vom dritten, glaube ich, noch ein bisschen was gesehen. Dann hatte ich mir so ein bisschen überguckt, weil der so oft gelaufen ist. Aber ich habe ihn zumindest stellenweise noch gesehen. Ja, stimmt, gefühlt hat man den dritten am Ja, häufigsten irgendwie gesehen, schon. Ich ne? glaube, der läuft auch im Mainstream irgendwie am meisten. Und ihr werdet schon merken, wir gehen jetzt nicht allzu sehr zu tief unbedingt jetzt auf die Handlung der einzelnen Filme ein. Einfach mal auch unter der Prämisse, wir gehen mal davon aus, solche Klassiker, die kennt einfach jeder. Da muss man jetzt nicht von vorne bis hinten irgendwie so das Ganze durchspielen. Vielmehr kommt es ja darauf an, was macht Stirb langsam oder Die Hard als Film so besonders, was ihn anders macht als andere Actionfilme, besonders aus der gleichen Zeit. Was würdest du sagen? Konzentrieren wir uns kurz auf den ersten Teil, wo er wirklich quasi eine Ja, Ein-Mann-Armee ist. Was? genau das macht ihn ja so besonders, weil er halt nicht einfach mit Waffengewalt durch die Gegnerhorden durchgeht, sondern halt das Ganze auch mit Köpfchen anstellt, weil ihm halt durchaus bewusst ist, dass er hier der unterlegene Part ist. Nun hat es in den 80er Jahren ja auch viele andere Actionfilme gegeben, auch mit Einzelkämpfern, sei es nun Rambo, sei es nun wie Phantom Kommando oder so ähnliche Hey, Sachen. Rambo wäre da Ja, einfach glaub, durchmarschiert, aber ne? Das wäre halt ein anderer Film wir haben ja gewesen. halt jemanden mit Bruce Willis, dem man eher abkauft, dass er der normale New Yorker Straßencop ist, eben nicht mit Muskeln bepackt bis zum geht nicht mehr, auch nicht mit überdimensionalen Waffen oder einem riesigen Waffenarsenal dabei, sondern halt einfach irgendwie quasi mit einer Pistole, ohne Schuhe, in einem großen Hochhausgebäude irgendwie gegen organisierte Terroristen. Und der Wortwitz ist ja im Prinzip wirklich dieses Die Hard. Also jemand, der absolut nicht sterben will, obwohl man alles möglich probiert, diesen Typen zu killen. Aber er halt eben einfach so ein Dickschädel hat. Nein, 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 ich komme nochmal davon, ich komme nochmal davon. Für mich persönlich einer der, also der Momente aus der Filmreihe, der das am meisten mitverkörpert, war im zweiten Teil die Szene, wo er sich aus diesem abgestürzten oder aus diesem Hubschrauber oder Flugzeug, was das war, mit dem Das Flugzeug. Schleudersitz irgendwie rauskatapultiert, während das Ding explodiert und er noch oben schreit, so leicht wirst du mich nicht los. Und ich denke mir, ja, das passt. Also, wenn es eine Szene gibt, die dieses Die Hard wirklich gut beschreibt aus der Filmreihe, dann ist es diese, finde ich. Ja gut, der Film heißt halt auch Die Hard und nicht Died in 5 Ja, Minutes. okay, das stimmt natürlich. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Leute, die sich auch unsere Videos anschauen, 1 bis 3, sind Klassiker. Laufen rauf und runter, kann man schon beinahe sagen, im Free TV. Der Vierer natürlich zum einen bedeutend neuer und zum anderen weniger gelaufen. Dementsprechend hat auch noch nicht diesen Kultstatus. Die Frage ist, ob er es erreicht. Wenn wir jetzt mal 1 bis 3 und anschauen, so, und jetzt haben wir auf der anderen Seite den vierten. Konzentrieren wir uns auf den vierten. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Handlung eingehen, aber man merkt natürlich, er hat eine andere Thematik. Es ist zeitangepasst worden. Wir haben ein bisschen, ich sag mal, Cyberterrorismus mit dabei. Das Ganze Das heißt ein ist, bisschen. ja, es dreht sich im Prinzip alles darum. Würdest du sagen, dass die Macher, die das sich wirklich ausgedacht haben, haben die den Zeitgeist gut getroffen oder wirkt es zu sehr plump anbiedernd, so nach dem Motto, wir wollen jetzt mal eine Generation mit Actionfilmen erreichen, die nichts mehr dafür übrig hat, dass ein Einzelner irgendwie durch ein Hochhaus jagt oder versucht, auf dem Flughafen irgendwie Terroristen zu fangen oder so, sondern wir wollen mehr so in diese Cyberkriminalität reingehen. Ich finde das ja erstmal schade, dass du jetzt über die ersten drei so komplett wegbügelst. So, ja, wir reden jetzt über den Wir können ja vierten. nochmal zurückgehen, aber dadurch, dass der so stark im So. Kontext steht. Und ja, das kann man so nicht, weil sie haben sich ja kontinuierlich gesteigert. Wir hatten erst das Nakatomi Plaza, dann hatten wir den Flughafen, dann hatten wir ganz New York, jetzt haben wir die ganzen USA. Im fünften haben wir dann was? Die ganze Welt? Ich weiß es nicht mehr. Naja, es ist natürlich von der Größenordnung ist ja eine Sache. Man hätte das ja auch anders gestalten können. Aber die Grundthematik ist Na ja schon klar. eine andere. Wir haben hier ja nicht mehr die Szenerie quasi von John McClane, der einfach mit purer Waffengewalt gegen Waffengewalt angeht, wie es in den ersten drei Teilen ja der Fall war. Er hat ja immer Gegner vor sich, die schwer bewaffnet sind, die zahlreich sind. Wir haben ja im vierten Teil haben wir ja natürlich auch eine Menge Schießerei, das gehört einfach dazu, aber wir haben verhältnismäßig gesehen nicht so viele Gegner. Dahingehend haben wir aber einen Gegenspieler, der sehr viel eben auf Cybermöglichkeiten setzt, mit Überwachung, mit Abschalten von Strom, Sachen, was weiß ich noch alles. Man kennt einzelne Elemente davon aus anderen Filmen, aber es ist ja wirklich ein komplett anderes Bild zu den Stirb langsam 1 bis 3. Eigentlich ist es nur die logische Steigerung vom dritten, wo du halt den,
Simon hat das, der ihm halt auch schon quasi durch ganz New York gescheucht hat und auch an mehreren Plätzen gespielt hat. Jetzt hast du halt einen, okay, jetzt weißt du auch, warum er die ganzen Fäden in der Hand hat. Und der spielt jetzt halt eine Nummer größer. Und Übrigens, Timothy Olyphant sieht komisch aus mit Haaren. Der hat den Hitman gespielt. okay. Sehr ungewohnt. Und pa passt in diese, sage ich jetzt mal, Cyberkriminalität, in diesen Cyberkriminalität-Actionfilm, passt da so eine Figur wie John McClane rein? Ja, es wird aber auch ständig thematisiert, dass er da quasi der Opa ist, der halt quasi von all dem, was da passiert, überhaupt nichts kapiert. Aber das kommt ihm ja teilweise auch zugute. Deshalb, ne, dadurch kommt der Jason Long, dem Hacker, den er da nun beschützen muss, in die Rolle rein und der erklärt ihm das immer, kommt auch der ein oder andere Wortwitz durch zustande oder die andere ein oder andere Situation, wenn sie im Auto sitzen und Radio hören. Passt schon, kann man so machen, Ich ja. finde, man fühlt sich vereinzelt an zum Beispiel an so einen Moment erinnert wie in Rambo 2, der Auftrag, wo Rambo in dieser Schaltzentrale war und ihm die neueste Technik gezeigt wird und Rambo noch sagt, ich dachte immer, der Verstand wäre irgendwie der beste Computer oder wie auch immer die beste Technik, wo man sagt, nein, nein, also das hier ist viel zeitgemäßer oder so, ne? In den 80ern war Ne, das vielleicht noch das so. mag da so gewesen sein irgendwie. Gut, aber erstmal wollte ich diesen starken Kontrast zu 1 bis 4 erstmal so ein bisschen aufgreifen. Von 1. Also ich sehe da ja gar nicht so den Kontrast. Das ist halt die logische Steigerung. Und wir haben zwischen 3 und 4, der dritte ist von 95, der vierte von 2010, glaube ich. Da liegen 10 Jahre zwischen. Da können sie halt nicht nochmal irgendwie das Gleiche machen. Da muss es ein bisschen weitergehen. Von daher war es auch wieder ein guter Das Ansatz. ist wohl richtig, wobei man muss ja sehen, bei so Filmen beispielsweise wie bei Olympus Has Fallen oder London Has Fallen hat man ja quasi auch immer die gleiche Thematik, aber man hat das Spielfeld einfach nur ausgeweitet. Bei Die Hard hat man nicht einfach nur das Spielfeld ausgeweitet, sondern man hat die Spielregeln etwas verändert. Wie gesagt, indem man hat einfach die Waffen verändert, aber man hat es eben dem Zeitgeist angepasst und ich denke, man hat die Kurve ganz gut gekriegt, dass es nicht zu sehr, sage ich mal, in die Richtung, wir sind Matrix gehen. Und Das haben sie dann mit dem fünften ne, gemacht. Das ist nur noch aber wirklich eben auch nicht zu sehr einfach nur auf der Actionschiene bleiben, irgendwie von daher. Ne? Ja, das ist der fünfte, deshalb reden wir da nicht drüber. Ich würde ja sagen von 1 bis 4, aber ich schätze mal, ich wüsste, wo der vierte liegen würde. Deswegen erstmal nur von 1 bis 3. Wie würdest du die Filme, in welcher Reihenfolge würdest du die ranken? 3-1-2. 3, 1, 2. Wenn ich jetzt sagen würde 1 bis 4, wäre es dann 3, 1, 2, 4? Warte, jetzt bin ich verwirrt. 3-1, nee, dann wäre es 3-1-2-4. Nee, das hast du auch gerade gesagt. Ja, dann wäre es 3-1-2-4. Das meinte ich nämlich. Das heißt, du würdest so oder so den vierten vom Ranking her auf jeden Fall hinter die anderen drei stellen. Ja, das ist aber meine Meinung. Wenn du jetzt wen nimmst, der halt mit dem vierten eingestiegen ist, der wird wahrscheinlich auch zum dritten sagen, boah, ist das ein alter Käse. Und die ersten beiden haben halt den Kultbonus einfach. Das wollte ich nämlich gerade dich fragen. Das heißt also, der Oh, Kultbonus. stehe ich hier vor Ja, Gericht oder was? Das wollte ich weil hören. der Kultbonus, der ist dann aber schon da. Definitiv, ja. Okay. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, also ich sag mal, für mich der klassische Vergleich bei den ersten dreien erinnert mich immer so ein bisschen auch an die Blade-Geschichte. Ich nehme Blade immer gerne als Beispiel, wenn sowas ist. Man hat beim dritten Teil. Bitte? Man sollte Blade nie als Beispiel für irgendwas nehmen. Naja, vielleicht auch als Negativbeispiel, ich weiß es nicht. Man hat Das ist okay, ja. Die Hard 2, hat man schon damit angefangen, Bruce Willis, sage ich mal, so kleine Randfiguren zu geben. Nichts Besonderes, aber kleine Randfiguren. Im dritten Teil ist man dann dazu übergegangen, ich nenne es jetzt einfach mal Sidekick, ohne dass das abwertend sein soll, aber man hat vielleicht einfach gemerkt, ein Hauptdarsteller alleine kann es jetzt nicht mehr viel reißen. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Kontrast, wir brauchen jetzt einen zweiten dabei. Das gibt dem Ganzen auch mehr Futter, mehr Möglichkeiten. Also Samuel L. Jackson da als Sidekick, also nein, das ist ja schon De ebenbürtig. deswegen, Also deswegen, bitte, des, zweite de Hauptrolle. deswegen sage ich ja irgendwie, es klingt böser, als es gemeint ist, aber es ist ja so, Ja. man wollte einfach mal mehr reinbringen und zu sagen, man muss wieder, um mehr Ideen zu haben, mehr Möglichkeiten zu haben, was Frisches, hat man einen zusätzlichen Charakter eingeführt. Das gleiche war es ja Wenn bei. man jetzt, wenn man jetzt böse Gedanken hat, könnte man sagen, ein Quotenschwarzen, aber wir haben keine bösen Gedanken. Aber deswegen sagte ich, Vergleich mit Blade, das ist genau das Gleiche. Man hat nach dem ersten Teil gemerkt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr geben. Man hat eine zweite Veränderung reingebracht. Im dritten hat man ihm ein ganzes Team um sich herum gegeben, irgendwie was auch auf seiner Seite war. Man brauchte einfach zusätzliche Schauspieler, weil der Hauptdarsteller allein es nicht mehr gerissen hat. Im vierten Teil, tja, da haben wir ja auch Bruce Willis natürlich in der Hauptrolle und da gibt man ihn nun jemand an die Seite, der kann natürlich nicht in die Fußstapfen von Samuel L. Jackson treten. Das nicht. Zeitgemäß hätte man aber auch keinen Schauspieler des gleichen Jahrgangs nehmen können. Das hätte nicht gepasst. Es ist ja auch eine ganz andere Rolle, die hier der Hacker Ja. verkörpert.
Der ist ja nicht der Aktive, der ist ja eher der Passive, dem die ganze Scheiße über den Kopf zusammenbricht und der da irgendwie nur lebend rauskommen will. Man braucht natürlich jemanden, wo man sagt, okay, wir müssen einen Charakter darstellen, der eben sich auf Cyber-Aktivitäten versteht, Dem man das ne, auch da abkauft. wäre Action halt nicht drinne gewesen. Und ich sag mal, eine Reinkarnation des Samuel Jackson-Charakters hätte ja auch nicht gepasst irgendwie. Also das wäre es eben auch nicht gewesen. Interessant finde ich, wenn ich mich nicht ganz irre, es war ja so, im ersten Teil ist ja, beziehungsweise in den ersten beiden Teilen, oder fangen wir wirklich mal vorne an. Im ersten Teil ist seine Frau Holly Gennaro, Holly McLean, relativ aktiv mit dabei. Im zweiten Teil ist es mehr so passiv. Sie sitzt noch im Flugzeug, man sieht sie gelegentlich mal. Im dritten Teil hört man sie noch einmal kurz am Telefon. Im vierten wird sie im Prinzip gar nicht mehr wirklich erwähnt. Da ist dann das einzige. Doch, von der Ja, Tochter. das schon. Aber die Einmal. einzige, die man halt dann auch sieht, ist eben die Tochter, die auf einmal so da ist. Da ist jetzt auf einmal Lucy, die Tochter. Ne? Ja, Mensch, in diesem Sinne, ne? Lucy, schöne Grüße. Ja, wunderbar. Hi, Lucy. Also man hat ja schon so ein bisschen abgeschaltet, wo ich dann manchmal so denke, wenn sowas passiert in Filmen, ist immer so, wo ich denke, wollen die Regisseure oder will der Regisseur die alten anderen Schauspieler nicht mehr dabei haben, weil er die Illusion nicht zerstören will, wie viel Zeit vergangen ist. Weil Bruce Willis hat sich ja gut gehalten. Man hat ihn nochmal, sage ich mal, auch grafiktechnisch etwas aufgewertet. Wenn man nun die Schauspielerin der Holly Gennaro oder Holly McLean da gezeigt hätte, hätte man wahrscheinlich dem Publikum gezeigt, guck mal, wie viele Jahre vergangen sind seit dem ersten Die Hard. Also muss man etwas Jüngeres halt eben einfügen. Den anderen Gedanken, den Ja, ich immer aber so habe, sind so ein bisschen die Budgetfragen, dass man sagt, ach, die Figuren würden eh nichts dazu beitragen, wollen wir denen jetzt wirklich irgendwie noch ein paar Millionen Dollar zahlen? die Storys in 2 und 3, also in 2 ist sie ja noch anwesend, in 3 und 4 ja nicht mehr, die sind ja auch so geschrieben, dass sie überhaupt keine tragende Rolle zu spielen hat. Also jeder Auftritt von ihr wäre da ja überflüssig. Es geht ja überhaupt nicht mehr Ja, um sie. wir sehen es ja bei anderen Filmen, beispielsweise bei Indiana Jones, Königreich des Kristallschädels, hat man ja, sage ich mal, versucht, an den Fanservice oder halt eben an die Nostalgie zu appellieren, indem man eben den Charakter aus Jäger des verlorenen Schatzes wieder mit eingeführt hat. Es hätte natürlich nahegelegen, da zu sagen, irgendwie um bei so vielen Jahren Unterschied und so einer anderen Thematik irgendwie die alten Fans ein bisschen mehr zu binden, versucht man alte Charaktere anzubinden. Es hätte mich nicht gewundert, wenn man versucht hätte, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber halt den Polizisten aus dem ersten Teil, Ja, du meinst L. Paul, Reginald Val Johnson ist genau, es. dass man versucht, ihn da irgendwie mit einzubinden und sei es nur für ein paar kleine Rollen. Wir sehen es immer wieder in Filmen, dass sowas gerne gemacht wird. Beispielsweise Lou Ferrigno als mit zwei Satzauftritten irgendwie in den ganzen Hulk-Filmen irgendwie. Ja, aber den L. Paul, der hatte ja im zweiten schon eine sehr, sehr kleine Rolle nur noch. Natürlich, natürlich. Aber ich sag mal, umso mehr wäre es ja wirklich für die Fans ein Service gewesen, ihn auf einmal nochmal mit einzubinden, nochmal mit reinzubringen irgendwie. Ne? Natürlich, natürlich. Und wenn es nur ein Cameo ist. Würdest du sagen, dass die Reihe. Okay, wir haben gesagt, wir nehmen den fünften raus. Also die vier Die Filme von Die Hard vier Filme. und diesen fünften Actionfilm mit Bruce Willis und seinem Sohn. Gibt es da eine Stelle oder ein Segment dieser Filme, wo du sagen würdest, also da habt ihr so voll in die Tonne gepackt, das hätte man sich sparen können? Ich finde das immer gut, dass wir vorher uns absprechen, was Ja, für es soll Fragen ja so kommen. spontan irgendwie sein. Also mal als Beispiel Ja. gesagt, würde dir spontan einfallen, sind da irgendwie Längen im Film, wo man sagt, okay, jetzt komm, fahr mal runter, das hätte man jetzt nicht noch zusätzlich gebraucht oder so. Also der erste braucht halt ein Stück, bis er in Fahrt kommt, aber mein Gott, der ist von 88, also das passt schon. Nee, und ansonsten, auch der zweite fängt sehr langsam an und geht dann direkt in die Vollen. Der dritte fängt ja quasi im Vorspann schon mit der Bombenexplosion an, da geht es gleich richtig los. Nee, also die ersten beiden sind sowieso vom Pacing her ein bisschen ruhiger als 3 und 4, aber mein Gott, die sind von 88 und 90. Da passt das, da war halt die Zeit damals. Kommen wir zum Thema Zielgruppe. Ganz oft sprechen wir darüber, für wen wären diese Filme geeignet. Nun haben wir es vorhin schon erwähnt, Die Hard sind im Prinzip die Action-Weihnachtsfilme, also das Action-Äquivalent zu Es beispielsweise sind definitiv Schöne Weihnachtsfilme. Bescherung irgendwie, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Was würdest du sagen, für wen, für welche Gelegenheiten sind die Filme wirklich jetzt, sagen wir mal, 1 bis 4 irgendwie geeignet? Für welche Gelegenheit? Ja, wenn ihr gerade ein Schäferstündchen mit eurer Freundin habt oder mit eurem Freund, vielleicht nicht. Nee, ach, sonst, aus heutiger Sicht würde ich die auch als Popcorn-Kino mit ein bisschen mehr Handlung bezeichnen.
die kann man gut weggucken. Also die gehen eigentlich immer. Würden vielleicht der erste oder die ersten beiden für dich in die Kategorie zählen, wo du sagst, Mensch, so aus Nostalgiegründen, wenn sie den nochmal wieder aufpolieren, ab ins Kino oder ins Autokino? Nein, würdest nein, du nicht? Nein. Wie kommt es? Also, übersehen? Meinst du mit aufpoliert jetzt nur den gleichen Film nochmal in restauriert oder neu? Nein. Nur restauriert, nicht neu gedreht. Ja, bräuchte ich aber nicht. Also da würde ich sowas wie Episode 4 lieber im Kino sehen als in Die Hard. Okay. Weil das einfach auch bildgewaltiger ist. Okay. Ja, ich habe ja leider den Alien damals im Kino verpasst, als er neu kam. Okay. Ärgere ich mich heute noch drüber. Ja, ich denke, wir haben sehr ausführlich drüber gesprochen. Nein. Ich möchte noch ein bisschen was über die deutschen Besonderheiten. Oh, bitte, Film bitte, bitte. Ich finde es großartig, dass im zweiten Teil den einen farbigen, den er dabei hat, den Techniker, dass der die deutsche Synchronstimme von Louis de Funès hat. Das killt mich jedes Mal. Im ersten Teil, in der deutschen Fassung, waren damals die Terroristen, da hieß er nicht Hans Gruber, sondern Jack Gruber, weil man natürlich nicht wollte, dass die deutschen Terroristen sind. Also hat man die in der deutschen Fassung, hat man den nicht deutschen Namen gegeben. Und im dritten Teil hat Bruce Willis tatsächlich eine andere Synchronstimme, ja, weil Manfred Lehmann, sein Standardsprecher, anderweitig vergeben war, hat er dort die deutsche Synchronstimme von John Travolta. Klingt im ersten Moment tierisch komisch, nach 5 Minuten hat man sich dran gewöhnt, alles ist cool. Hat mich auch. Das wollte ich noch mit der Synchronstimme, muss ich auch noch sagen, das hat mich auch sehr überrascht. Ich habe beim ersten Mal habe ich so gedacht, ach nee, bitte nicht, das kann nicht sein. Aber es ist schon, wie du sagst, wahrscheinlich, weil es auch eine Stimme ist, die einem so von Synchronsprechern so vertraut ist. Es ist ja auch eine gute Stimme, es ist halt nur nicht seine Standardstimme. Ja, man kann da schnell mit umgehen. Also von daher, das passt dann eben so schon. Und das berühmte Zitat, Yippie-ki-yay, Motherfucker, kommt in allen Teilen vor im Original. Im Deutschen kommt da, glaube ich, das erste Mal im zweiten Teil vor. Im dritten haben sie ihn wieder raus, da sagt er Happy Birthday, Schweinebacke. Ja, wieso? Im ersten sagt das ja auch. Ja. Im ersten sagt es auch, da ist es dann Happy Birthday, Schweinebacke. Im ersten habe ich es gerade noch im Kopf, weil er hat da vorher noch davon gesprochen, dass er irgendwie gerne Hondo oder so genannt werden würde oder irgendwie sowas. Er erwähnt auf jeden Fall einen Western und er hat das Walkie-Talkie in der Hand und geht rückwärts durch eine Tür und sagt noch Yippie-yay, Schweinebacke. Die Szene habe ich gerade noch im Kopf. Ja, und dann packt er das Walkie-Talkie mit. Ja, hast du. Entschuldigung. Also ihr Lieben. Auf jeden Fall haben sie das im dritten Teil verkackt. Das haben sie da rausgehauen. Ihr kennt jetzt unsere Meinung zu Stirb langsam 1 bis 4. Wie gesagt, auf die Handlung wollten wir jetzt gar nicht zu tief eingehen, weil es sind Klassiker, besonders die ersten dreien. Die kennt man eigentlich. Wer die nicht kennt, sollte man unbedingt nachholen. Dafür sind wir und hier. Und wer nach dem dritten gesagt hat, beziehungsweise wo der vierte rausgekommen ist, nee, den tue ich mir jetzt nicht an. Es gibt tatsächlich so eine Leute, das sind auch die gleichen Leute, die sich kategorisch weigern, irgendwie Indiana Jones 4 zu gucken oder was weiß ich. Da kann man nur sagen, ihr verpasst was. Schaut euch den vierten ruhig mal an und ihr werdet... Vom fünften lasst die Finger. Wenn ihr unvoreingenommen seid, ist der vierte eine zeitgemäße Steigerung vom dritten, kann man einfach so sagen. Irgendwie, nur man muss ein bisschen unvoreingenommen dabei sein. Man darf nicht zu sehr gleich so ein bisschen blocken, sondern nach dem Motto, oh, hier kommt mit Computer und Cyber und bla 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 und so. Das ist ja Bruce Willis in der Matrix. Es ist eine adäquate Steigerung, kann man so sagen. Ganz so schlimm ist es nicht und Bruce Willis ist da ja immer noch so ein bisschen der Hängengebliebene, der von dem ganzen Scheiß einfach keine Ahnung genau hat. Das passt schon. Das macht ihn nur sympathisch. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wer es momentan im Angebot hat, beziehungsweise also im Programm hat, ist Disney. Streamt es zurzeit. Ich weiß nicht, ob es nicht auch noch bei Netflix ist. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Nein? Nope. Aktuell, ich meine, das ist Fox und Fox gehört zu Disney. Okay, also bei Disney ist es definitiv im Programm drin. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da gerade erst mit dem vierten nochmal angesehen, von daher. Dito. Ne, also da ist er dann auf jeden Fall mit dabei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr fandet es ein wenig unterhaltsam. Unsere kleine Kurzhommage zu Stirb langsam 1 bis 4. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Yippie-yay, Schweinebacke.